Eine Freundin finden, eine Partnerin finden, eine Frau finden. Wenn das etwas ist, was du schon länger willst oder jetzt gerade auf jeden Fall willst, dann bist du hier hundertprozentig auf dem richtigen Video. Falls du natürlich gerade nicht eine Freundin oder eine Partnerin oder sogar die Frau fürs Leben finden willst, dann ja, würde ich dir empfehlen, klick ein anderes Video an, weil hier wird es jetzt wirklich nur darum gehen, wie du als Mann, der gerade eine Freundin finden will, auch wirklich eine findest. Und zwar gibt es da einfach mehrere Dinge, die wichtig sind. Und einerseits ist das mal, was sind die Methoden, die dir zur Verfügung stehen? Und wie funktionieren die für dich? Also was funktioniert davon am besten für dich? Dann, welche Probleme sind die typischen Probleme, die die meisten Männer davon abhalten, eine Freundin zu finden? Was sind die typischen Fallen und Fehler, die da so auftreten? Und worauf kommt es wirklich an? Denn die meisten Männer denken, es kommt auf andere Dinge an, als auf die es tatsächlich ankommt. Und sie arbeiten dann irgendwie an der komplett falschen Stelle, obwohl sie eigentlich schon relativ schnell eine Partnerin haben könnten, wenn sie es richtig machen. Und ja, was befähigt mich überhaupt darüber zu sprechen? Das ist eine gute Frage. Mein Job ist es schon seit über 15 Jahren, Männer erfolgreich bei Frauen zu machen und ich beschäftige mich in dieser Zeit einfach extrem mit der Dynamik zwischen Mann und Frau und worauf es ankommt, ob eine Frau dich entsprechend als romantischen und sexuellen Partner sieht und was dich als Mann auch tatsächlich in die Lage versetzt, dass du mit einer Frau in einer Beziehung landest. Ja, was ja im Endeffekt nichts anderes ist, als eine Freundin zu finden. Ja, das heißt, wir sprechen einfach jetzt mal darüber, was sind die Fragen, die du beantworten musst, was sind die Schritte, die du unternehmen musst und wie kommst du dann ans Ziel? Ganz simpel. Und zwar, ich möchte gerne mal mit ein paar Fragen beginnen. Die erste Frage ist mal, wie funktioniert für dich bisher der Versuch, eine Freundin zu finden? Was hast du bisher schon gemacht? Ja, vielleicht warst du schon auf irgendwelchen Apps unterwegs, vielleicht warst du schon irgendwie auf Partys, hast dann irgendwie gemerkt, auf Partys ist es immer laut und man muss sich da gegenseitig ins Ohr schreien oder vielleicht hast du da gar nicht wirklich die Konfidenz, das dann zu machen oder es ist dir schon insgesamt zu blöd, weil du vielleicht auch gar nicht mehr in diesem Alter bist oder du es einfach nicht magst. Ja. Auf Apps hast du wahrscheinlich erlebt, da gibt es erstmal viel mehr Männer auf diesen Apps. Ich meine, das weiß man zwar als Endbenutzer nicht, aber ich weiß das halt, weil ich mich mit sowas sehr viel beschäftigt habe und mit vielen Männern rede. Da hast du einfach viel mehr Männer auf diesen Apps. Wenn du nicht zu den Top-Profilen gehörst, also ganz genau weißt, worauf es ankommt, dass der Algorithmus sich dann überhaupt den Frauen zeigt und wie du dich auf diesen Apps verhalten musst, damit der Algorithmus dich den Frauen zeigt, dann hast du da auch nicht wirklich viel Erfolg und dann setzt das nur dein Selbstwertgefühl weiter herab. Das heißt, wenn du das schon probiert hast, kann es sogar sein, du bist gerade schon an einem Punkt, wo du denkst, oh Mann, ob das nochmal für mich klappt. Und das hat dich dann irgendwann auch an den Punkt gebracht, wo du dachtest, jetzt gebe ich mal bei YouTube ein, Freundin finden, wie kriege ich das hin? Du bist dann hier auf einem YouTube-Video gelandet von mir. Das kann natürlich sein, aber ja, Rettung naht. Wir reden ja gerade drüber. Dann, wie hat es bisher für dich im Freundeskreis funktioniert? Ist das eine Methode, die gut klappt? Wahrscheinlich ist die Erfahrung, die zumindest mir von allen Männern oder von vielen Männern geschildert wird, es gibt nicht unbedingt die interessantesten Frauen im Freundeskreis. Die interessanten Frauen sind meistens schon vergeben oder sind schon vergeben und schon noch länger. Und ja, da hört es dann auch schon auf. Und dann kommt da noch was dazu, was ich eben als Experte in dem Bereich immer wieder sehe. Und das ist, wenn du in deinem Freundeskreis nicht das richtige Standing hast, dann hast du auch bei Frauen, die dort in diesen Kreis reinkommen, entsprechend schon relativ schlechte Karten, überhaupt mit denen auf eine Art und Weise in Kontakt zu kommen, dass die dich überhaupt als sexuellen und romantischen Partner sehen. Also ja, ich meine, wenn du mit einer Freundin nicht einfach nur eine Kumpeline haben willst, sondern entsprechend alles, was dazugehört, dann ist das eben etwas, was nicht funktionieren wird. Und das ist eben jetzt schon etwas, wo wir darüber sprechen, welches sind die typischen Probleme. Also erstmal, ja, was ist die Methode? Online-Dating, das ist eben das typische Problem. Man kennt sich mit dem Algorithmus nicht aus. Man hat vielleicht gar nicht überhaupt die Möglichkeit, da so ein mega Top-Profil draus zu machen. Und vor allem, du hast online gar nicht die Möglichkeit, mit dir selber, also mit deiner gesamten Persönlichkeit zu überzeugen. Und du hast super viele oberflächliche, nur aufmerksamkeitssuchende und teilweise auch komplett Fake-Profile am Start, ja, die einfach nicht unbedingt die größte Freude machen, sich damit zu beschäftigen. Ja. Das ist also zumindest die Erfahrung der allermeisten Männer dort. Wenn man nicht ganz genau weiß, was man macht, ist das wirklich ein unglaublich persönlich schädigender Weg. Dann auf irgendwelchen Partys, wie gesagt, da wirst du auch nur dann Erfolg haben, wenn du wirklich aus dir rauskommst. Und dann, was bleibt eben als Methode übrig? Ja, keine Sorge, nicht, dass du jetzt denkst, ja gar keine, ich werde alt und einsam sterben. Keine Sorge, das habe ich schon bei sehr, sehr vielen Männern verhindern können und das kriegen wir auch bei dir hin, wenn du das willst. Es kommt halt nur darauf an, dass du auch wirklich bereit bist, ein bisschen Schritte umzusetzen, die man dir an die Hand gibt. Ich kann dir sagen, der einfachste Weg für jemanden, der auf Apps nicht weiterkommt, der im Freundeskreis nicht die Optionen hat oder nicht das Standing hat, der es am Arbeitsplatz vielleicht auch gar nicht erst versuchen will, weil das wirklich eine schlechte Idee ist und der sich jetzt fragt, was ist der beste Weg, dem kann ich sagen, es gibt einen Weg, da musst du auch nicht irgendwelche Abos abschließen und irgendwelche teuren Boosts bezahlen oder sonst irgendwas, der ist kostenlos, den musst du einfach nur durch deine eigene persönliche Überwindung
unlocken, also quasi für dich persönlich nutzbar machen. Und dieser Weg ist ein Weg, den ich wirklich gemeistert habe und den ich schon extrem vielen Männern beigebracht habe, die innerhalb von 2 Wochen im Schnitt kriegen 50% der Männer, denen ich das zeige, schon ihre ersten Dates. Ja, dann ist die Freundin schon nicht mehr weit weg, wenn sie das wollen. Und der Rest hat dann innerhalb von 8 Wochen, also 90% der Leute haben innerhalb von 8 Wochen dann ihre Dates. Und dann gibt es noch 10%, die ein kleines bisschen länger brauchen. Aber das ist ja schon wirklich eine sehr, sehr geile Quote, wo du wirklich schon sehr schnell hinkommen kannst. Und dieser Weg ist der, dass du einfach auf Frauen, die dir gefallen, die du noch nicht kennst, zugehst und sie ansprichst. Und bevor du jetzt denkst, oh Gott, wie soll das gehen? Keine Sorge, das ist gar nicht so schwierig. Ja, das ist erstmal nur die Methode, die du verstehen musst, mit der wirklich jeder Mann, der einfach nur Frauen um sich herum hat, nicht auf den Freundeskreis angewiesen ist, nicht auf den Arbeitsplatz angewiesen ist, nicht auf irgendwelche Apps angewiesen ist und nur darauf angewiesen ist, etwas zu tun, was er sowieso, wenn er mit einer Frau wirklich eine Verbindung eingehen will, eines Tages lernen muss. Denn selbst wenn du sie auf irgendeiner App anschreibst, musst du dich mit ihr treffen und musst dann mit ihr auf ein Date gehen und dann muss an diesem Date auch etwas passieren, was dich eben entsprechend in diese Kategorie von Liebhaber, von Partner, von sexuellem und romantischem Mann und nicht einfach nur von einem Neutrum oder einem Kumpel platziert. Das bedeutet, am Ende des Tages musst du so oder so diesen Part lernen und warum dann nicht einfach nur die 2, 3 kleinen Schritte, die da vorher passieren, bevor man mit der Frau aufs Date geht, auch noch lernen und dadurch auch noch eine extrem große Vielfalt an Möglichkeiten in deinem Leben aufschließen und endlich durch die Türen gehen können, die davor ja total zugemauert ausgesehen haben. Was aber ja total easy ist, wenn du das kannst. Deswegen, also schau, wenn du einmal verstehst, dass es darauf ankommt, dass eine Frau dich tatsächlich eben so wahrnimmt, dass sie dich als Partner sieht, dann verstehst du auch, okay, dazu muss ich erstmal als Mann mit ihr kommunizieren. Das bedeutet also nicht einfach nur total in diesem neutralen und oftmals in die Freundesschublade schiebenden, total harmlosen Kommunikationsweg, den man miteinander hat, sondern tatsächlich eben auch auf eine Art und Weise, wo du nicht versteckst, dass du ein Mann bist. Und ich meine damit nicht, dass du arschig auftreten sollst oder irgendwie einen auf Ellbogen raus und mega Alpha und keine Ahnung was, sondern einfach nur, dass du ein Typ bist, der in der Lage ist, erstmal ohne Schuld und ohne Scham und ohne dass er einen großen Hehl daraus macht, zu kommunizieren, dass er als Mann an Frauen auch Interesse hat. Und das meine ich jetzt nicht mal unbedingt so plump, indem du es jedes Mal aussprichst, sondern einfach nur, dass wenn du eine Frau anschaust, du dich jetzt nicht genierst, sie anzuschauen. Ja? Dass wenn du mit einer Frau redest und sie sagt dann sowas zu dir wie, ach Männer, die wollen immer nur das eine, dass du dann nicht sagst, oh nee, ich bin da anders, ja, ich würde das nie so sehen, sondern dass du dann da auch der Typ bist, der einfach sagt, was? Wo kommt denn dieser Sexismus jetzt her? Und dann sagt sie, ja doch, aber alle Männer sind immer gleich. Sagst du, okay, wer hat dir das erzählt? Ja. Und wenn sie dann sagt, ja, die wollen immer alle das eine, sagst du, ja, ganz ehrlich, Mann, wir wollen natürlich alle das eine, aber halt auch das andere, zumindest manche von uns. Ja. Also ich würde jetzt nicht einfach jede Frau nehmen. Die Frau muss schon auch ein bisschen was mitbringen. Und weißt du, in dem Moment, wo du so darauf reagierst, zeigst du einerseits, du versuchst nicht so zu tun, als hättest du kein drittes Bein. Du versuchst nicht so zu tun, als hättest du kein Interesse an Frauen, aber du zeigst auch gleichzeitig, guck mal, ich habe auch Standards. Also du drehst quasi die Situation um, wenn eine Frau sowas von sich gibt. Und ganz, ganz, ganz viele Frauen im Kennenlernprozess hauen solche Sprüche raus, einfach nur um zu testen, wo stehst du. Ja, das passiert extrem oft und wenn du dann nicht die Augen dafür hast, wenn dir das keiner erzählt hat, was passiert? Du sagst genau die falschen Dinge, positionierst dich plötzlich in dieser harmlosen Ecke und wirst dann entsprechend auch nur in diese Schublade reingeschoben, wo die ganzen Kumpel sind. Ja, und dann kommst du da auch sehr, sehr schwierig überhaupt wieder raus. Ja, viele Männer kommen da gar nicht mehr raus, wenn die nicht die genaue Anleitung haben, wie das funktioniert. Und auch das ist oftmals leichter, einfach eine neue Frau kennenzulernen, als es bei einer Frau zu versuchen, wo man es schon vergeigt hat. Das ist einfach die Realität. Aber wenn du eben richtig reagierst, wenn du eben der Frau auch zeigst, guck mal, ich habe hier Standards, ich habe auch genauso, ich stehe zu meiner Männlichkeit, ich lasse mich für meine Männlichkeit auch gar nicht blöd anmachen, sondern ich bin da cool damit und ich kann das auch verteidigen, ich kann da auch eine Grenze setzen, dann schiebt die dich in eine ganz andere Schublade rein. Nämlich in die Schublade von, ah, der ist nicht nur ein Kumpel, der steht dazu. Den muss ich als Mann sehen, nicht einfach nur als weitere Freundin. Und das löst dann eben auch zum einen oftmals weitere Tests aus, die du einfach nur bestehen musst und zum anderen löst es eben auch ein gewisses Maß an Polarität aus. Das heißt, du kannst dir das vorstellen, Mann und Frau sind wie so ein Magnet, 2 verschiedene Pole, ja, und nur wenn der eine in seiner Polarität ist, kann der andere auch quasi eine Anziehung daraus generieren. Das heißt, die ziehen sich gegenseitig an, aber nur wenn du eben nicht so tust, als wärst du neutral. Das ist eben das große Ding, das du verstehen musst. Und dann, wenn du das aber verstanden hast, dann geht es ja wirklich nur noch darum, dass du in der Lage bist, einfach auf die Frauen zuzugehen, die dir gefallen. Und was steht dir da im Weg? Da kann ich dir sagen, aus der Erfahrung heraus steht den meisten Männern nur im Weg, dass sie sich fragen, ja, was soll ich zu der Frau sagen?
was soll ich dann genau tun? Und ich möchte nicht irgendwie mich verstellen oder faken oder irgendwie, ja, anders sein, als ich bin. Ich will so sein, wie ich wirklich bin. Aber wie mache ich denn das dann, wenn ich da jetzt vielleicht irgendwelche bestimmten Schritte durchlaufen muss, wie beispielsweise irgendwie hinzugehen, Hallo zu sagen, ein bisschen mit der Smalltalk zu halten und dann später nach der Telefonnummer zu fragen, damit ich mit der schreiben kann und mich mit der treffen kann, damit dann das Date stattfinden kann. Ja, das sind die typischen Fragen. Was sage ich? Was mache ich? Und wie kriege ich es hin, mich nicht zu verstellen? Und weißt du, meine gesamte Methode, die beruht darauf, einfach nur so als du selbst, authentisch, nicht irgendwie mit einer Fassade oder mit irgendeiner Performance oder irgendeiner Show, sondern wirklich als du, die Frau von dir zu überzeugen und entsprechend auch so aufzutreten, dass du siehst, hey, wenn das mit uns beiden passt, wenn da wirklich eine Kompatibilität zwischen uns da ist, dann super. Und wenn nicht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. So wie es ja im echten Leben auch ist. Ja, wenn du 100 Menschen begegnest, werden dich nicht 100 Menschen lieben. Da werden dich vielleicht, die Hälfte werden dich cool finden, die Hälfte vielleicht nicht so. Ja, und ein Teil von der Hälfte wird dich super finden, so wie du bist. Und ein Teil von denen, die dich nicht so cool finden, die werden dich furchtbar finden, so wie du bist. Und das ist in Ordnung. Und das ist eben auch etwas, das ist eine Realität, mit der man auch arbeiten muss. Und das bedeutet also für dich, wenn du eine Freundin finden willst, ja, wir sind jetzt drüber gegangen, was ist erstmal die richtige Methode? Und ganz klar, die richtige Methode ist für den absoluten Großteil der Männer einfach, Frauen anzusprechen, die denen gefallen. Dann, was sind die typischen Probleme, die dich davon abhalten, eine Freundin zu finden? In der Regel ist es, dass du einfach in der Vergangenheit von Frauen gar nicht wirklich als richtiger Partner gesehen wurdest, weil du dich nicht getraut hast, entsprechend richtig aufzutreten in deinem Verhalten und in deiner Kommunikation. Das bedeutet also, das musst du verändern. Und dann ist der nächste Step, okay, wie schaffe ich es also tatsächlich, jetzt auf Dates zu gehen und das hinzubekommen, dass ich dann von da auch wirklich in eine Position komme, wo ich mit Frauen zu tun habe, die mit mir kompatibel sind, wo ich dann wirklich mal schauen kann, wie es passt. Und wo ich dann mit ihr auch in einer Beziehung landen kann, wenn das funktioniert. Und das ist tatsächlich dein Weg. Ja? Und das heißt, wenn du dich jetzt fragst, wo soll ich anfangen? Du kannst bei 2 Punkten anfangen. Das ist jetzt wirklich deine Optionen. Eigentlich 3 Punkte. Ja? Punkt Nummer 1 ist, du kannst einfach nichts machen und weiterhin in deiner Situation verharren und genau so weitermachen wie bisher. Dann ändert sich nichts. Und ja, wir beide gehen mal schwer davon aus. Du bist immer noch hier. Das heißt, du wirst dich nicht für nichts entscheiden wollen, weil das wird ja nur bedeuten, dass der Schmerz von der Einsamkeit und der Schmerz von es passiert einfach nichts, sich in dir weiter verfestigt. Ja, und dann musst du auch mal in die Zukunft denken, ja, wo führt denn das hin? Wenn du da wirklich willst, dass du da rauskommst, dann musst du auch was dafür tun. Ne? Ich meine, es bringt ja nichts irgendwie, die Definition von Wahnsinn ist dasselbe zu tun und was anderes zu erwarten. Also muss man ja was verändern, richtig? Das heißt, die zweite Option, die du hast, ist, du kannst hier den Kanal abonnieren, du kannst die Glocke anmachen, dann wirst du auch künftig hier immer wieder Videos von mir sehen. Und vieles über diese Dynamik zwischen Mann und Frau erkläre ich eben einfach auch hier schon auf YouTube, so dass du halt zumindest mal für dich selber ein Verständnis davon aufbauen kannst, worauf kommt es denn auch wirklich an, wenn du willst, dass du Frauen in dein Leben ziehen kannst, ja, und dass du dann auch wirklich mit denen so kommunizierst, dass du am Ende mit denen, ja, als Partner in Frage kommst. Und die dritte Option, die ist etwas, was ich dir einfach so noch anbieten kann. Wenn du möchtest, musst du diesen Weg nicht alleine gehen. Ja, wir können das gemeinsam machen. Du kannst einfach mal hier oben auf das i draufklicken oder hier unten auf den Link in der Videobeschreibung und dann können wir uns mal einen Termin machen. Der kostet auch erstmal nichts, wo wir darüber sprechen, wo du stehst. Und ich kann dir ganz genau sagen, anhand von dem, wo du stehst und anhand von dem, wo du hin möchtest und wie das klappen kann, was du zu tun hättest von deiner Situation aus, um dahin zu kommen. Ja, und das auch, wie gesagt, in sehr kurzer Zeit, weil meine Methode ist halt nicht irgendwie seit gestern, sondern die habe ich jetzt in den letzten 15 Jahren immer wieder verfeinert und ich habe unglaublich vielen Männern schon geholfen. Also waren tausende Männer dabei und auch wahnsinnig viele Männer, die ihre Traumfrau gefunden haben, die jetzt eine Freundin haben, die geheiratet haben. Viele auch, die einfach nur unterwegs, das sage ich dir auch ganz ehrlich, gemerkt haben, ey, ich wollte eine Freundin. Und dann haben die erstmal Frauen kennengelernt und haben dann für sich selber festgestellt, ey, Moment mal, jetzt habe ich auf einmal Optionen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, jetzt eine Freundin würde ja bedeuten, ich werde diese ganzen Optionen wieder hergeben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt will. Ja, und die sind dann darin gelandet, dass sie jetzt halt einfach selber sagen, mein Lifestyle ist erstmal angenehm und ich gucke erstmal, was noch kommt. Ja, nicht gleich wieder mit irgendeiner zusammen sein, nur weil man nicht allein sein möchte, sondern tatsächlich einfach mit einer, die man sich selber aussuchen kann. Und das ist für viele Männer wirklich Balsam für die Seele, vor allem wenn du das noch nie erlebt hast, dann solltest du das tatsächlich für dich selber zumindest einmal im Leben erreicht haben, dass du wirklich spüren kannst, wie cool das ist, wenn du selber nicht aus diesem Gefühl heraus, du möchtest nicht alleine sein, sondern wirklich aus dem Gefühl heraus, ich kann mega gut mit mir alleine sein, aber es wäre halt einfach cool, jetzt nochmal so eine Person zu haben, mit der man es gemeinsam erleben kann, dass du aus diesem Gefühl heraus in eine Beziehung reinkommst. Und das ist auf jeden Fall, was ich dir wünsche, unabhängig davon, ob wir uns persönlich kennenlernen oder nicht. Ich hoffe, das Video wird dir jetzt wirklich helfen, dabei eine Freundin zu finden. Wichtig ist einfach nur, verstehe, du musst aktiv werden. Ja? Der kleinste Weg, den du machen kannst, um aktiv zu werden, ist, kannst du abonnieren, kannst die Glocke anmachen.
Und der nächste Weg, den du machen kannst, wenn du es wirklich in großen Schritten und schnell angehen willst, ist einfach klick da oben aufs i oder klick da unten in den Link und dann sprechen wir miteinander. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen. Und ja, jetzt kann ich dir noch das Video hier empfehlen.